Mit Blick auf die Zukunftsversion, 30 Jahre klingt noch lang, ruckzuck sind aber die 30 Jahre rum. Deswegen zum Blick 2050, wichtige Bausteine sicherlich, um die Lebens- und Arbeitsqualität aus Sicht der Wirtschaft zu erhalten, sind für uns in 30 Jahren das starke Zusammenwachsen der Metropole Berlin-Brandenburg hin zur Metropolregion Berlin-Brandenburg. Also, dass wir auch einen Fokus haben, welches Land hat welche Stärken und wie können sie wir zum Wohle unserer Arbeits- und Lebensverhältnisse einsetzen. Die Metropolregion 2050 ist geprägt aus unserer Sicht durch die Werte der nachhaltig, digital, sicher, zukunftsgerichtet, ganz wichtig, das merken wir vor allem jetzt in der Corona-Krise, und sie soll partizipativ sein, noch stärker als sie heute ist. Und für uns auch ganz wichtig, oft heute auch angesprochen, rund für die Herausforderung der Digitalisierung, noch stärker partizipativ. Und wie vorhin auch schon gesagt wurde, Verwaltung und Wirtschaft müssen viel stärker hier zusammenarbeiten, um die Herausforderung anzugehen. Genau. Im Grunde dieser Zukunftsversion Metropolregion Berlin-Brandenburg sehen wir, dass die Stärken gestärkt werden müssen, vor allem für die Zukunft. Berlin hat seine Stärken, ganz klar. Die Berliner Digitalwirtschaft, um nur ein paar zu nennen. Die starke Start-up-Szene mit neuen Ideen, schönen Technologien und wirklich innovativen Technologien und natürlich ihrer Stärke des Forschungsstandorts. Schauen wir nach Brandenburg. Hier haben wir auch unsere Zukunftspotenziale, die nicht nur einmal in der Industrie liegen, also im verarbeitenden Gewerbe, sondern zukünftig vor allem für die Nachhaltigkeit in der massigen grünen Energie, die bei unseren Brandenburgern sozusagen produziert werden kann. Und auch natürlich für den Wasserstoff, den wir später für den Betrieb unserer Wirtschaft nachhaltiger benötigen, dort ideal produziert werden können. Und wir sehen es auch bei Tesla, da kann eine Technologie der Produktion mit Forschung in Berlin Hand in Hand gehen. Also Metropolregion 2050 sollte unser Ziel sein. Um vielleicht, da kommt der VWLer durch, diese Zahlen noch zu unterlegen mit Fokus auf die Corona-Krise. Berlin ist und Brandenburg sind in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen, also in den letzten 10 Jahren um 28%. Wir haben ein super Beschäftigungswachstum gehabt in den letzten 10 Jahren von über 15% und sind damit halt auch über dem Bundesdurchschnitt, ganz klar. Corona hat uns alles eines Besseren belehrt und hat uns damit letztendlich auch den niedrigsten Stand des IHK-Konjunkturindexes, Konjunkturklimaindexes besorgt. Er hat sich halbiert auf 59% wie heute, oder 59 Punkte, wie heute auch in unserer Konjunkturpressekonferenz präsentiert wurde. Wenn man es zusammenfassen will für die Zukunft, für heute ist der Spaß erstmal vorbei, was die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit betrifft. Die Wirtschaft kämpft, auch die Politik kämpft, um bestimmte Rahmenbedingungen zu erhalten und um die Kernproduktivität vor allem zu erhalten. Daher ist es für uns wirklich wichtig, Spaß jetzt vorbei, Spaß soll aber wieder in Sachen Zukunft zu uns kommen. Wir wissen, dass es zukünftig steuerliche Mindereinnahmen geben wird und wir wissen auch, dass es krisenbedingte Mehrausgaben gibt. Daher ist es für uns ganz wichtig für die Zukunft, dass wir damit die Gelder und Mittel zukunftssicher einsetzen können und priorisieren können. Der klassische Dreiklang aus der Wirtschaft ist dann natürlich Entlastung, Förderung und Investitionen. Wie Herr Dr. Tertan schon erwähnt hat, ist, um Investitionen zu tätigen und Innovationen in die Verwaltung und in den Staat zu holen, auch das Vergaberecht ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und deswegen auch mit Blick auf die Zukunft, hier müssen viel stärker neue Instrumente in der Beschaffung und Vergabe eingesetzt werden, wie der wettbewerbliche Dialog oder auch Innovationspartnerschaften, um heute schon an morgen zu denken und mit diesem Instrument in der Vergabe letztendlich auch neue Ideen, die in Berlin existieren, vor allem in der Digitalwirtschaft, schneller in die Verwaltungen zu bringen. Das wäre uns in dem Sinne wichtig. Mit Blick auf die Zukunft 2050 werden wir sozusagen Antworten auf Klimawandel und Einwohnerwachstum finden müssen. Wir sind in der Metropolregion Berlin-Brandenburg sicherlich mehr als 6 Millionen Einwohner. Das heißt, ich möchte jetzt noch kurz, weil Sie auch die Frage gestellt haben, welche Maßnahmen sollten in das Wahlprogramm, vor allem auf den Fokus Digitalisierung, digitalpolitische Rahmenbedingungen einen Fokus legen. Und zwar sehen Sie im Hintergrund und sehen Sie aber auch, wenn Ihre sozusagen Vorsitzende dieses Kreises die Dokumente weitergeleitet hat, haben wir es gewusst, dass Sie uns heute sozusagen einladen, auch wenn wir keine KI bei uns in der IHK haben und haben vorgestern bzw. gestern die Berliner Digitaloffensive gestartet, wo eine Unternehmerschaft in 5 Handlungsfeldern, das betrifft zum einen die politische Steuerung und Führung, die digitale Infrastruktur, die Datenverfügbarkeit und digitale Anwendung sowie ganz klassisch die Felder der digitalen Verwaltung und der digitalen Bildung für sich einmal skizziert haben, den Status quo definiert haben und ganz konkrete Handlungsempfehlungen an die Politik gegeben hat.
Deswegen, um da zwei Themen rauszugreifen, ihr fällt, gerne später mehr, aber für den Impuls nur ganz kurz. Also politische Steuerung und Führung, das haben Sie selbst schon in Ihrem letzten Wahlprogramm sehr richtig angesprochen. Leider kam es bis jetzt noch nicht zu der Umsetzung, und zwar eine Koordinierungsstelle für das Thema Digitalpolitik hier in der Hauptstadt. Da sprechen wir uns für die kommende Wahlperiode für einen Digitalsenator aus, der diesem Thema der Digitalisierung für alle Sektoren den entsprechenden Rang gibt. Und für ein Digitalteam, wie auch Sie das in Ihrem letzten Wahlprogramm hatten, einer Koordinierungsstelle, die die Kompetenzen der einzelnen Häuser wie Stadtentwicklung, Inneres, aber auch Wirtschaft und Senatskanzlei bündelt und gemeinschaftlich die immer noch überfällige Digitalisierungsstrategie erarbeitet. In diese Digitalisierungsstrategie müssen aus unserer Sicht unbedingt die 5 Handlungsfelder aus der Berliner Digitaloffensive beinhaltet sein. Um ein Thema noch hervorzuheben, für alle weiteren stehe ich auch gerne zur Verfügung, ist die IT-Infrastruktur. Wir haben uns jetzt alle ausgeschaltet, um die Bandbreite zu schonen. Wir sehen in Berlin eine 3%ige Glasfaserquote nur, die bis in die Haushalte geht. Und für eine Vision, auch die Zukunft, brauchen wir eine Gigabit-City, die auf Glasfaser- bzw. Gigabit-fähige Technologien setzt. Und da setzen wir uns jetzt schon mit der Senatswirtschaftsverwaltung für bestimmte Instrumente ein, um diese Koordinierung, die hier auf dem Markt in Berlin für den Glasfaserausbau notwendig ist, voranzutreiben. Wir haben aber auch noch konkrete weitere Instrumente vorgeschlagen, die Sie nachlesen können. Das betrifft unter anderem auch ganz klar sozusagen Förderinstrumente für einen Stadtstaat wie Berlin in dem Themenbereich digitale Infrastruktur zu pilotieren und die eingesetzten Haushaltsmittel, die man schon gegeben hat, letztendlich auch in ein bürokratiearmes und schnelles Förderprogramm umzusetzen. Das wären so die zwei Themen, die ich einmal hervorhebe, politische Führung und Steuerung und das Thema IT-Infrastruktur mit Blick auf die Gigabit City Berlin. Soweit erstmal von mir. Vielen Dank.